26. Mai 1990. Wellington, Florida, USA. Es ist der Samstag des Memorial Day-Wochenendes, als Marlene Warren gemeinsam mit ihrem 21-jährigen Sohn Joe Ahrens und ein paar von dessen Freunden gemütlich frühstückt. Die Stimmung ist entspannt. Keiner denkt an diesem Tag an etwas Böses. Plötzlich sehen sie, wie eine bunt gekleidete Gestalt den Weg zum Haus heraufgeht und hören, wie die Person vor sich hin redet. Dann klopft es an der Tür. Nichtsahnend geht Marlene hin, um zu öffnen. Ein weiterer Gast wird zwar nicht erwartet, aber ihr Haus befindet sich in einer gut situierten, sicheren Gegend. Da kann man bedenkenlos immer die Tür aufmachen. Als sie öffnet, steht sie einem Clown gegenüber. Joe und seine Freunde sehen ihn auch aus dem Hintergrund. Sein Gesicht ist komplett weiß angemalt. Er hat eine dicke rote Nase und eine orange Perücke. Ein typischer Clown eben. Nur die passenden Schuhe hat er vergessen. Er trägt nicht die typischen großen Clownsschuhe, sondern normale, feste Stiefel. Das fällt Marlene aber gar nicht auf. Sie freut sich über den unerwarteten Besuch, denn sie mag Clowns. Noch mehr freut sie sich über den Blumenstrauß und zwei Luftballons, die der Clown dabei hat. Auf einem der Ballons steht: Du bist die Größte. Auffordernd hält der Clown ihr die beiden Luftballons und den Blumenstrauß hin. Er will offensichtlich, dass Marlene sie in die Hand nimmt. Oh, wie hübsch, bedankt sie sich und greift mit einer Hand nach den Schnüren der Ballons und mit der anderen nach den Blumen. Sie ist so fasziniert, dass ihr nicht auffällt, dass der Clown nun in seine Jackentaschen greift und etwas herausholt. Joe und seine Freunde sehen es, doch es geht alles viel zu schnell. Plötzlich fällt ein Schuss. Marlene geht zu Boden. Im selben Moment springt Joe auf und der Clown läuft weg. Joe fällt auf die Knie zu seiner Mutter. Gleichzeitig schreit er dem Clown etwas hinterher. An die Worte erinnert er sich später nicht mehr, aber die braunen Augen, die ihm entgegenstarren, als der Clown sich umdreht, wird er nie vergessen. Dann rennt der Clown weiter, springt in ein an der Straße geparktes Auto und fährt los. Joes Freunde kommen unter Schock aus dem Wohnzimmer in den Vorgarten gerannt und rufen verzweifelt in die Nachbarschaft: Joes Mutter wurde erschossen. Marlene rührt sich nicht. Blut fließt aus ihrem Kopf. Der Clown hat ihr direkt ins Gesicht geschossen. Mit rasendem Herz wählt Joe den Notruf und beschreibt in Kürze, was passiert ist und wohin der Rettungswagen kommen muss. Dann läuft er zu seinem Auto und rast dem Clown hinterher. Eine ganze Weile verfolgt er ihn durch die Stadt, doch dann schafft es der Clown, Joe abzuhängen. Frustriert und in größter Sorge kehrt Joe nach Hause zurück. Dort ist inzwischen die Polizei eingetroffen und die Beamten können kaum glauben, was hier vorgefallen ist. In den nächsten Minuten schauen wir uns an, wie die Ermittlungen die Polizei vor scheinbar unlösbare Rätsel stellen, welche unerwarteten Wendungen der Fall nimmt und wie die Ermittler es nach über 20 Jahren schaffen, den Täter zu finden. Wenn du keine spannenden Fälle mehr verpassen möchtest, dann kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Vielen Dank für deine Unterstützung. Starten wir mit dieser kurzen Dokumentation. Die Nachbarn der Familie hörten den Schuss, während sie mit dem Hund Gassi gingen, und gleich darauf die Schreie von Joe und seinen Freunden. Sie haben sofort die Polizei angerufen. Von den Beamten erfährt Joe, dass seine Mutter ins Krankenhaus gebracht wurde. Sie lebt noch, aber ihr Zustand ist mehr als kritisch. Die Polizei sichert währenddessen den Tatort und befragt Joe sowie auch seine anwesenden Freunde. Durch das Clownskostüm fällt es schwer, den Täter zu beschreiben. Joe kann nur zum Protokoll geben, wie das Kostüm selbst aussah und dass die Person etwa 1,72 Meter groß ist, sowie breite Schultern, große Hände und braune Augen hat. Auch über die für einen Clown ungewöhnlichen Schuhe berichtet er. Außerdem hat er sich gemerkt, dass das Fahrzeug, in dem der Clown weggefahren ist, ein weißes Chrysler LeBaron Cabrio war. Auch die Nachbarn haben das Auto gesehen und sie meinen, der Schuss hörte sich an wie von einer Pistole. Während die Ermittlungen beginnen, liegt Marlene im Krankenhaus im Koma. Der Schuss ist einmal ganz durch ihren Kopf durchgegangen und die Kugel der 38mm Pistole ist in ihrer Nackenwirbelsäule stecken geblieben. 2 Tage lang sitzt Joe am Bett seiner Mutter und sagt ihr immer wieder, dass sie nicht sterben darf. Am 28. Mai erliegt Marlene jedoch ihrer schweren Verletzung und der Fall wird somit zum Mordfall. Mit den dürftigen Anhaltspunkten, die bekannt sind, wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und begibt sich auf die Suche nach dem Täter und dem Auto. Angesichts der großen Hände vermuten sie eine männliche Person. Der wichtigste Hinweis sind aber die Augen. Als erster Verdächtiger kommt ihnen Marlenes Ehemann Michael in den Sinn. Nicht nur, weil die Beschreibung auf ihn passt, sondern weil er zur Zeit des Mordes nicht zu Hause war. Vielleicht könnte er, nachdem er morgens das Haus verlassen hatte, als Clown verkleidet zurückgekehrt sein und seine Frau umgebracht haben. Allerdings passt die Beschreibung auch auf viele andere Männer in Wellington. Doch wie es bei Mordfällen die Regel ist, nehmen die Ermittler auch in diesem Fall den Ehepartner ins Visier und graben tief in den privaten Verhältnissen der Warrens.
Dass Michael Marlenes zweiter Ehemann ist, ist kein Geheimnis. Ihr erster Ehemann, John Ahrens, den sie schon in der Highschool geheiratet hatte, verstarb bei einem Autounfall, als beide erst 20 Jahre alt waren. Marlene blieb mit den beiden gemeinsamen Kindern, Johnny Jr. und dessen jüngerem Bruder Joe, allein zurück. Trotz ihrer Trauer verliebte sie sich 2 Jahre später Hals über Kopf in Michael Warren. Sie war zu dem Zeitpunkt 22, er war erst 19 Jahre alt. Marlene und Michael wirkten in ihrer Heimatstadt Mount Clemens in Michigan wie ein absolutes Traumpaar und das waren sie zuerst auch wirklich. Aus ihrer Liebe wurde schnell eine enge Beziehung, sie zogen zusammen und Michael kümmerte sich um die beiden Kinder, als wären es seine eigenen. Bald heirateten sie und zogen nach Florida. Sie lebten zunächst von dem Einkommen, das Michael als Werksinspektor hatte, aber parallel dazu fingen sie an, in Mietwohnungen und Häuser zu investieren. Sie gründeten eine Immobilienfirma und es war Marlene, die dort die meiste Arbeit leistete. Sie war so gut in ihrem Job, dass sich die hohen Investitionen mehr als rentierten. Durch die Firma wurden Marlene und Michael sogar Millionäre. Michael nutzte den Höhenflug, um seinen Job zu kündigen und einen Gebrauchtwagenhandel namens Bargain Motors zu eröffnen, während Marlene sich weiter um die Immobiliengeschäfte und um die Familie kümmerte. Zu dem Zeitpunkt zog das Paar mit den beiden Söhnen in ein luxuriöses Haus in einer gehobenen Wohnsiedlung, wo viele reiche und berühmte Personen leben. Doch auch wenn es finanziell gut für die Familie lief, waren sie längst nicht mehr glücklich. Marlene und Michael waren sehr unterschiedlich. Sie war lebhaft, kontaktfreudig und vielseitig interessiert, er hatte nur seinen Autohandel im Kopf und lebte zurückgezogen. Während Marlene sich mit allen Nachbarn gut verstand und an gemeinsamen Aktivitäten und Partys teilnahm, sonderte sich Michael von der Nachbarschaft ab und fing sich den Ruf ein, nicht nur eine Gebrauchtwagenhändler-Persönlichkeit zu haben, so wie es die Nachbarn nannten, sondern dass man ihm nicht trauen kann und dass er seine eigene Mutter für $1 verkaufen würde. Die Leute tuschelten auch darüber, dass Michael durch Unfälle Geld machte. Er hatte ein Flugzeug, das aber gestohlen und bei einem Absturz zerstört wurde. Auch besaß er Rennpferde, doch diese wurden ebenfalls gestohlen und kamen dabei ums Leben. Michael erhielt sowohl für das Flugzeug als auch für die Pferde hohe Summen von der Versicherung. Es konnte ihm jedoch nicht nachgewiesen werden, dass er einen Betrug begangen hatte. Allerdings wurde er im Jahr 1983 angeklagt, weil er die Tachos der gebrauchten Fahrzeuge, die er verkauft, manipuliert hatte. Michael gab seine Schuld zu und wurde zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. Daraufhin übertrug er den Autohandel ebenfalls an Marlene, aber nur auf dem Papier. Er hat die Firma weiterhin selbst geführt, während Marlene sich immer noch um die Immobiliengeschäfte kümmerte. Abgesehen von den äußeren Problemen hatte sich die Ehe der beiden mittlerweile zerrüttet. Sie stritten nur noch und Michael entfernte sich immer mehr von der Familie, indem er die meiste Zeit im Autohandel verbrachte und viel auf Reisen ging. Die beiden lebten zwar noch unter einem Dach, aber nicht mehr zusammen und wo sich ihre Wege trafen, begannen sofort heftige Auseinandersetzungen. Dann folgte im Jahr 1988 ein weiterer Schicksalsschlag. Der ältere Sohn, John Jr., starb bei einem Autounfall, genau wie 20 Jahre vorher sein Vater. Das trieb die Familie noch weiter auseinander und der jüngere Sohn, Joe, verkraftete den Tod seines Bruders nicht. Seine Trauer bewältigte er, indem er aggressiv wurde und in Schlägereien geriet. Er wurde wegen Körperverletzung angeklagt und bekam eine Bewährungsstrafe. Mit seiner Mutter verstand er sich weiterhin sehr gut, während er mit seinem Stiefvater kaum noch etwas gemeinsam hatte. Angesichts der kaputten Ehe und des ständigen Streits der Partner erscheint Michael den Ermittlern sehr verdächtig. Immerhin musste er befürchten, dass sich Marlene von ihm scheiden lassen würde und das hätte für ihn schwerwiegende finanzielle Folgen gehabt. Ihr gehörte nicht nur das millionenschwere Immobiliengeschäft, sondern auch der Autohandel. Bei einer Scheidung hätte er vor dem Nichts gestanden. Durch ihren Tod erbte er hingegen Marlenes Eigentum, auch wenn ein Teil davon ihrem noch lebenden Sohn zustand. Dieser kann jedoch nicht der Mörder gewesen sein. Dagegen sprechen nicht nur die Aussage seiner Freunde und seine ehrliche Trauer, sondern auch die Zeugenaussage der Nachbarn, die gesehen haben, wie der Clown zum Auto lief und wegfuhr, während Joe in größter Verzweiflung hinterher schrie und ihn verfolgte. Auch sonst gibt es in der Familie und im Freundeskreis niemanden, der ein Motiv gehabt hätte, Marlene umzubringen. Sie war bei allen sehr beliebt und als freundlicher Mensch bekannt. Der einzige, der nicht gut auf sie zu sprechen war und einen erheblichen finanziellen Nachteil gehabt hätte, wenn sie weitergelebt hätte, ist Michael. Die Beamten erfahren von Marlenes Freunden und ihrer Mutter sogar, dass Marlene befürchtet hatte, Michael könnte sie umbringen. Sie beabsichtigte tatsächlich, sich scheiden zu lassen und das nicht nur wegen der Eheprobleme, sondern auch, weil er eine Affäre hat. Sie traute Michael zu, dass er zu einem Mord fähig ist und sie töten würde, um an ihr Geld zu kommen. Marlene sagte sogar zu ihrer Mutter, dass, wenn ihr etwas passieren würde, Michael ganz sicher der Täter sei.
Außerdem verriet sie ihrer Mutter für den Fall der Fälle den Ort, wo sie das ganze Geld versteckt hatte. Das hört sich an, als hätte Marlene ernsthaft damit gerechnet, ermordet zu werden, und als wäre Michael mit Sicherheit der Mörder. Der hat allerdings ein Alibi. Er befand sich zur Tatzeit mit Freunden auf dem Weg zu einem Pferderennen. Die Freunde bestätigten diese Aussage. So muss die Polizei Michael auf freiem Fuß lassen und in andere Richtungen ermitteln, auch wenn er ihnen noch so eindeutig als Täter erscheint. Die Beamten mutmaßen, dass Michael einen Killer engagiert haben könnte, aber Beweise dafür haben sie nicht und sie haben auch keine Idee, wer die Person sein könnte. Wer auch immer Marlene umgebracht hat, im Auftrag oder aus eigener Motivation, muss aber gewusst haben, dass sie Clowns mag. Marlene malte gern Bilder und hatte ein großes künstlerisches Talent. Ein besonders beliebtes Motiv von ihr waren Clowns. Die Idee des Täters war insofern vermutlich, dass Marlene einem Clown auf jeden Fall ohne Misstrauen die Tür öffnen würde, da es wie eine persönliche Überraschung erscheinen würde. Die Luftballons mit dem Spruch „Du bist die Größte“ wirken zudem wie ein höhnischer letzter Gruß eines Menschen, der sie persönlich hasste. Doch wer war die Person, wenn es wirklich nicht Michael war? Normalerweise würde eine Phantomzeichnung oder ein Fahndungsfoto des Täters rausgegeben und auf Hinweise aus der Bevölkerung gehofft werden, aber durch das Clownskostüm geht das nicht. Die wenigen Angaben, die die Ermittler haben, passen auf tausende Männer in der Gegend. Vielversprechender ist jedoch die Suche nach dem weißen Chrysler LeBaron. Es dauert nicht lange, bis die Beamten den Wagen entdecken. Er steht geparkt vor einem Lebensmittelgeschäft in der Stadt. Bei dem Auto handelt es sich um einen Mietwagen und wie die Ermittler feststellen, wurde er von der betreffenden Firma am 14. April als gestohlen gemeldet. Dahinter steckt eine abenteuerliche Geschichte. Ein Pärchen hatte den Wagen gemietet und als sie ihn zurückbringen wollten, machten sie einen fatalen Fehler. Sie suchten nach der Firma, die Payless Car Rentals hieß, im Telefonbuch und fanden eine Annonce, die sie für echt hielten. Als sie dort anriefen, wurde ihnen gesagt, sie sollten das Auto an einer bestimmten Adresse abstellen und den Schlüssel unter den Scheibenwischer klemmen. Dieses Vorgehen fand das Pärchen zwar ungewöhnlich, aber sie taten es trotzdem. Kurze Zeit später wurde ihr Gefühl jedoch so mulmig, dass sie zurückgingen, um nach dem Auto zu sehen. Als sie wieder an der Adresse ankamen, war dort allerdings kein Auto mehr. Sie meldeten sich daraufhin erneut bei Payless Car Rentals, diesmal bei der richtigen Nummer. Die Firma erstattete Anzeige gegen unbekannt, doch weder das Auto noch ein Täter wurde gefunden. Nun ist das Fahrzeug wieder aufgetaucht und offenbar in den Mordfall Marlene Warren verwickelt. Passenderweise gehört die Adresse, an der das Pärchen das Auto abstellen sollte, zu Bargain Motors, dem Gebrauchtwagenhandel von Michael Warren. Es liegt also nahe, dass Michael die falsche Annonce aufgegeben hat, um Autos zu stehlen bzw. um Autos geliefert zu bekommen, die er dann an sich nehmen kann. Vielleicht brauchte er auch nur ein einziges Auto, um in einem unbekannten Wagen zu seinem Haus zu fahren und seine Frau umzubringen oder um jemanden zu engagieren, der in diesem Fahrzeug zu Marlene fährt und sie erschießt. Beweisen können ihm die Beamten aber nach wie vor nichts. Er besteht weiterhin darauf, nichts mit der Ermordung seiner Frau zu tun zu haben und beteuert auch, dass er nichts von der falschen Annonce und dem gestohlenen Auto wisse. Dass der betrügerische Dieb die Adresse von Bargain Motors nannte, muss nach Michaels Meinung reiner Zufall sein. Da die Ermittler ihm nichts nachweisen können, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ihm zumindest offiziell erstmal zu glauben. So begeben sie sich auf die Suche nach anderen möglichen Verdächtigen und befragen zu diesem Zweck wieder Marlenes Mutter, ihren Sohn und ihre Freunde. Insbesondere interessieren sie sich dafür, wer die Frau ist, mit der Michael eine Affäre hat. Marlenes Vertrauenspersonen wissen es nicht genau, weil wohl auch Marlene selbst nicht wusste, wer es ist. Eine Befragung der Angestellten des Gebrauchtwagenhandels gibt Aufschluss. Bei Bargain Motors ist es ein offenes Geheimnis. Die Frau heißt Sheila Keen. Sie ist 10 Jahre jünger als Michael und arbeitet für ein Geschäft für Wiederinbesitznahme. Dabei handelt es sich vereinfacht gesagt um eine Firma, die beschlagnahmte Gegenstände weiterverkauft, wenn der rechtmäßige Besitzer sie nicht wieder durch Zahlungen auslösen kann. Oftmals wechseln Autos auf diese Art den Besitzer und da kommt Bargain Motors ins Spiel. Die Wiederinbesitznahme-Firma, die Sheila gemeinsam mit ihrem fast 20 Jahre älteren Ehemann Richard Keen betreibt, arbeitet mit dem Gebrauchtwagenhandel der Warrens zusammen, um die Autos zu verkaufen. Hierbei haben sich Michael und Sheila kennengelernt. Die Kollegen berichten, dass die beiden sich schon seit längerem zu auffällig langen Geschäftsessen treffen. Auch wenn sie ihre Affäre nicht offen gezeigt oder darüber gesprochen haben, hat jeder bemerkt, was zwischen den beiden läuft. Ihnen fiel außerdem auf, dass Sheila plötzlich nicht mehr zu Bargain Motors kam. 2 Wochen vor Marlenes Ermordung hörten Sheilas Besuche auf und alle fragten sich, ob die Affäre vorbei sei. Michael und Sheila behaupten hingegen, überhaupt keine Affäre gehabt zu haben.
Dies beteuern sie beide in ihren Aussagen vor der Polizei und versuchen auf diese Art, sich unverdächtig zu machen. Die Ermittler lassen aber nicht locker und schauen sich genauer in Sheilas Leben um. Ihre Ehe mit Richard ist genauso kaputt wie die von Michael und Marlene, nur mit dem Unterschied, dass die beiden längst nicht mehr zusammenwohnen. Die Ehe existiert nur noch auf dem Papier und die einzige Verbindung von Sheila und Richard ist ihre gemeinsame Firma, die Sheila aber auch hauptsächlich allein betreibt. Sheila war seit ihrer Jugend bekannt dafür, dass sie durchsetzungsstark und unerschrocken war, sowie dass sie ihre Wirkung auf Männer gern einsetzte und eine Vorliebe für viel ältere Partner hatte. Der Polizei ist sie auch bereits bekannt, denn sie wurde mehrfach wegen Diebstahls verhaftet. Richard wiederum ist auch kein Unbekannter. Er dealte mit verschiedenen illegalen Substanzen und hat deshalb sogar schon 10 Jahre im Gefängnis verbracht. Außerdem wurde er öfters durch seine Aggressivität auffällig und zu alledem ist er auch noch ein sehr aktives Mitglied des Ku Klux Klans. Von Sheila erfährt die Polizei, dass Richard außerdem zu häuslicher Gewalt neigt, was auch der Grund für die Trennung war. Interessant für die Beamten ist daran vor allem, dass Sheila in eine eigene Wohnung gezogen ist, die von niemand anderem als Michael Warren bezahlt wurde. Die Behauptung der beiden, dass sie keine Affäre hatten, erscheint in dieser Hinsicht sehr fragwürdig. Während des Verhörs fällt den Ermittlern auf, dass Sheila braune Augen hat und zwar schlank, aber doch kräftig gebaut ist. Bisher haben die Detectives nicht in Betracht gezogen, dass auch eine Frau in dem Clownskostüm gesteckt haben könnte. Nun erscheint diese neue Option gar nicht so abwegig. Solange die Ermittler keine Anhaltspunkte dafür haben, dass Michael oder Sheila Marlene erschossen haben, können sie aber keinen von beiden verhaften. Ihnen kommt jedoch die Idee, sich bei den Kostümgeschäften in der Stadt umzusehen. Das Clownskostüm muss ja schließlich irgendwo hergekommen sein. Tatsächlich wurde in einem Laden am South Dixie Highway am 24. Mai ein Clownskostüm verkauft. Inklusive Clownsnase, oranger Perücke und Make-up. Die Mitarbeiter erinnern sich auch, wer die Sachen gekauft hat. Eine junge Frau mit langen, braunen Haaren kam kurz vor Ladenschluss durch die Tür gelaufen und brauchte ganz dringend ein billiges Clownskostüm. Die Beamten sind nicht überrascht, denn Sheila Keen hat lange braune Haare. Als sie den Mitarbeitern Fotos von verschiedenen Frauen mit dem Aussehen zeigen, identifizieren sie eindeutig Sheila als die Frau, die das Clownskostüm gekauft hat. Sie berichten außerdem, dass die Kundin nach extra weißem Make-up gefragt hat, damit das Gesicht komplett verdeckt ist. Zudem fiel ihnen auf, dass die Frau Stiefel anhatte und sie wunderten sich, dass sie keine Clownschuhe kaufen wollte. Mit diesen Informationen zieht die Polizei weiter zum nächsten Laden und zu einem ganz bestimmten. Der herzförmige Luftballon mit dem Spruch "Du bist die Größte", den der Clown Marlene gegeben hat, ist nämlich einzigartig und wird nur in einem einzigen Laden in der Stadt verkauft. Dort bekommen die Ermittler das gleiche zu hören wie soeben im Kostümgeschäft. Eine junge Frau mit langen braunen Haaren hat den Luftballon gekauft, genauso wie einen zweiten Ballon und einen Blumenstrauß und das am Morgen des 26. Mai, nur 2 Stunden vor dem Mord. Auch in diesem Laden können die Mitarbeiter Sheila anhand des Fotos identifizieren. Die Beweise verdichten sich, aber die Ermittler suchen noch weiter. Kurz darauf können sie sogar eine Verbindung zwischen Sheila und dem weißen Chrysler LeBaron herstellen. Am 14. April, als das Pärchen die falsche Nummer anrief und der Wagen gestohlen wurde, war Sheila bei Bargain Motors. Das Pärchen erinnert sich, dass eine Frau das Gespräch angenommen hat. Die Schlussfolgerung ist leicht. Sheila hat ihnen gesagt, sie sollen das Auto zu Bargain Motors bringen und hat es dann selbst gestohlen und versteckt, damit sie es für den Mord nutzen kann. Hierbei ist anzunehmen, dass sie einfach die Gelegenheit ergriffen hat, als sie allein im Autohandel war und das Telefon klingelte. Die betrügerische Annonce mit dem Zweck, Autos zu stehlen, hat möglicherweise Michael aufgegeben, vielleicht gemeinsam mit ein paar anderen Mitarbeitern. So nimmt es die Polizei zumindest an, auch wenn sie keine Beweise finden können. Beweise gegen Sheila scheinen sie nun hingegen zur Genüge zu haben. Zu guter Letzt bekommen sie noch die Auswertung der forensischen Untersuchung des Autos, bei der neben Orangenfasern einer Perücke und einer Papiertasche aus dem Luftballongeschäft auch ein langes braunes Haar gefunden wurde, das den Haaren gleicht, die die Ermittler bei der Durchsuchung von Sheilas Wohnung sichergestellt haben. Mit den Beweisen konfrontiert, beharrt Sheila jedoch weiterhin darauf, unschuldig zu sein und von all dem nichts zu wissen. Sie behauptet, niemals ein Clownskostüm, Make-up, Luftballons oder einen Blumenstrauß gekauft zu haben. Wo sie zur Tatzeit war, kann sie allerdings nichts sagen, denn sie sei bei verschiedenen beruflichen Terminen in der Stadt unterwegs gewesen. Zum Erstaunen von Marlenes Angehörigen wird Sheila trotz aller Anhaltspunkte für ihre Schuld nicht angeklagt, denn die Staatsanwaltschaft meint, dass die Beweislage nicht kräftig genug sei. Das Einzige, was stichhaltig wäre, wäre ein DNA-Abgleich der Haare aus dem Auto und in Sheilas Wohnung, doch im Hinblick auf die dürftige Spurenlage ist die Technologie Anfang der 90er Jahre noch nicht weit genug.
Auch Michael wurde immer noch nicht als Täter ausgeschlossen und der Verdacht, dass er den Mord zusammen mit Sheila geplant hat, hält sich. Doch gegen ihn sprechen, im Gegensatz zu Sheila, gar keine Beweise und er hat ein Alibi, auch wenn er das stärkste Motiv hat. Dennoch wandert er für 3 Jahre ins Gefängnis, denn im Zuge der Ermittlungen kamen neue Fälle von Tachobetrug sowie schwerer Diebstahl und Erpressung ans Licht. Vor seinem Haftantritt gibt er ein Interview, in dem er darüber spekuliert, dass Marlene von einem verärgerten Mieter oder Autokäufer umgebracht worden sein könnte. Das schließen die Ermittler jedoch aus, da die Clownsverkleidung zeigt, dass der Täter Marlene vermutlich gut kannte und sie aus persönlichen Motiven ermordete. Doch mangels Beweisen, die der Staatsanwaltschaft stichhaltig genug erscheinen, laufen die weiteren Ermittlungen ins Leere und der Fall wird zum Cold Case. Der Einzige, der in den folgenden Jahren noch daran erinnert, dass Sheila Keen vermutlich die Täterin ist, ist Marlenes Sohn Joe. Über 20 Jahre später beschäftigen sich einige Ermittler erneut mit dem Fall. Der Grund für das plötzliche neue Interesse ist nicht bekannt, doch was sie herausfinden, schockiert sie umso mehr. Sheila und Michael sind inzwischen verheiratet und Sheila hat den Namen geändert. Nicht nur ist ihr Nachname jetzt Keen Warren, sondern sie hat sich den neuen Vornamen Debbie gegeben. Das Ehepaar ist nach Tennessee umgezogen und hat ein Fastfood-Restaurant gekauft. In der Hoffnung, den alten Fall nun doch zu lösen und Sheila für ihre mutmaßliche Tat hinter Gitter zu bringen, beginnen die Beamten mit den Ermittlungen. Sie befragen die Mitarbeiter des Restaurants, ob ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen ist und finden dadurch heraus, dass Sheila sich an Halloween einmal als Clown verkleidet hat und im betrunkenen Zustand damit angegeben hat, dass sie in Florida einen Mord begangen hat und ungestraft davongekommen ist. Die Ermittler sind sehr erleichtert, dass die Haare damals sicher aufbewahrt wurden. Inzwischen hat die Technologie deutliche Fortschritte gemacht, die nun ermöglichen, die DNA der Haare zu vergleichen. Und siehe da, sie stimmen überein. Endlich hat die Polizei den Beweis, der die Staatsanwaltschaft davon überzeugt, Sheila anzuklagen. So wird Sheila Keen Warren im Jahr 2017, 27 Jahre nach ihrer heimtückischen Tat, wegen vorsätzlichen Mordes verhaftet und angeklagt. Sie behauptet immer noch, sie habe es nicht getan und wisse von nichts, und auch Michael beteuert, sie sei unschuldig. Die Beweise sprechen jedoch eine eindeutige Sprache. Während Sheila in Untersuchungshaft sitzt, gibt es unerwartete Neuigkeiten. Der Sohn eines ehemaligen Mitarbeiters der Warrens meldet sich mit neuen Hinweisen. Sein Vater habe auf dem Todesbett erklärt, er wisse von Michaels Beteiligung an den Mordplänen und davon, wie Sheila und Michael den Mord zusammen vertuscht haben. Außerdem kenne er den Ort, wo sie die Tatwaffe entsorgt haben. So eine Aussage ist für die Staatsanwaltschaft jedoch wieder nicht genug, um Anklage gegen Michael zu erheben, und da es keine anderen Anhaltspunkte gibt, bleibt er weiterhin auf freiem Fuß und gilt offiziell nicht als Verdächtiger. Sheila hingegen verbringt viele Jahre in Untersuchungshaft, denn der Prozess wird immer wieder verschoben. 2023 ist es dann endlich soweit und das Verfahren wird eröffnet. Überraschend bekennt sich Sheila nun doch schuldig, allerdings nur, um so eine mildere Strafe zu bekommen. Dies geschah infolge eines Deals, den die Staatsanwaltschaft ihr vorgeschlagen hatte. Sie bekannte sich zum Mord zweiten Grades statt ersten Grades, wie ursprünglich eine Anklage formuliert, und wird dafür nur zu 12 Jahren Gefängnis statt lebenslänglich verurteilt. Dieser Deal ermöglicht Sheila eventuell, nur für sehr kurze Zeit ihre Strafe abzusitzen, da sie bei der Verurteilung bereits 6 Jahre in U-Haft gesessen hat und diese Zeit angerechnet wird. Hinzu kommt, dass bei guter Führung die Strafe um bis zur Hälfte reduziert werden kann. Da Sheila sich in der U-Haft laut Berichten als Vorzeigehäftling gezeigt hat, stehen ihre Chancen auf vorzeitige Entlassung gut. Sie sagt öffentlich, dass sie hofft, bereits im Jahr 2025 freizukommen und zu ihrem Ehemann zurückzukehren. Marlenes Sohn, der beim Prozess anwesend war, erklärte sich mit dem Deal trotzdem einverstanden. Er gab jedoch eines zu bedenken. Er sagt: "Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, während des gesamten Prozesses habe ich keinerlei Reue gesehen." Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du mir es gerne mit einem Daumen nach oben zeigen und deine Gedanken zu dem Fall in den Kommentaren teilen. Schau auch mal in die Videobeschreibung. Dort findest du eine Playlist mit anderen spannenden Fällen, die ich dir nun auch auf der rechten Seite des Bildschirms einblende. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Video.